Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, wir sind hier gerade in einer ziemlich starken Schlacht unterwegs. Wir müssen uns hier gegen die Zwerge behaupten, die hier wirklich starke NPC-Gegner sind. Ohne Witz. Und in der letzten Folge haben wir schon gut was verloren, auf jeden Fall. Und haben wir natürlich auch unsere Festung verloren und sind jetzt natürlich gerade erst wieder dabei, das Ganze erst wieder aufzubauen, hier alles, was wir da verloren haben, so ziemlich. Also wir sind hier natürlich schon im Erebor richtig drin. Und versuchen halt da nach und nach die restlichen Gebäude zu zerstören. Das, was noch halt rumsteht bei ihnen. Hier zum Beispiel sowas. Zwergenkaserne, die fällt auch gleich. Das heißt, so viel wird zur Zeit ja auch nicht, kann dann auch nicht mehr produziert werden bei ihnen. Sowas haben wir hier. Noch eine Zwergenkaserne haben wir hier. Zwerge des Berges, denkt stets an diesen Tag zurück, denn heute werden wir die Teufel Mordors vernichten. Okay, gut. Wir haben 5 zusätzliche Fähigkeitspunkte gerade noch. So, schauen wir mal, was können wir jetzt hier bauen noch. So, wir haben gut, sehr gut was zerstört hier bei uns. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass unsere Kaserne auf jeden Fall noch steht. Beziehungsweise nicht unsere Kaserne, sondern unsere Taverne. Diese Nachricht wird Sauron erfreuen. So, der Erebor ist natürlich ziemlich groß. Ah, da haben wir doch wieder was. Was zerstören können. Schaffen die das? Ja, schaffen wir schon. Ich kann hier nochmal ein Stück weit vielleicht unterstützen. Damit. Dann ist alles wieder gut. So, wunderbar. Wir haben jetzt zurzeit keine Helden mit ihren Lanzenträgereinheiten gut was an Damage rausgehauen. So, Belagerungswerke sind da. So, ich brauche auf jeden Fall mal noch einen Trollkäfig. Irgendwo, dahin. Ich weiß, ich weiß. Ihr wisst, was zu tun ist. Nicht mehr ganz so viel da. Schauen wir mal, ob was. Aber zumindest mit den Spinnen, mit den restlichen Spinnen, die wir jetzt noch haben. Zumindest hier das Ding noch zerstört bekommen. Zwergenkaserne. Jawohl, ja.
hin, wurde irgendwas angegriffen. Hat man da. Okay, die Spinnen dürften ausreichend sein. Gut, so, wir brauchen. Wo haben wir denn jetzt? Ah, Trollkönig baut gerade noch. Dann bauen wir auf jeden Fall mal noch ein, zwei, ein Krosaur in das Umbau. Bauen wir. So, wir haben hier haben wir was. Hier steht schon wieder alles so halbwegs. Nazgul ist zurückgekehrt. Noch ein Nazgul ist zurückgekehrt. So. Ich glaube, das Problem war jetzt bei dem Trollkäfig, dass der nicht auf Stufe 3 war. Genau. Das heißt, wir müssen schnell noch ausbauen. Und ich denke, das war es dann auch schon sehr langsam. Das sieht gut aus. Hätte ich auch am Anfang gar nicht, so gedacht. Bannerträger, dann bauen wir hier nochmal geschmiedete Klingen. Dann bauen wir noch ein, zwei Okasan. So. Dann bauen wir noch einen Trollkäfig. Bauen wir den gleich mal aus. Komm. Ich dachte, wir sind fertig. Die neuen Klingen sind fertig. Baut! Gut. Zurück an die Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. So, Bogenschützen sind auch da. Aus dem Weg. So, wir haben noch 300 Kommandeurspunkte. Die Korsaren sind hier. Haben wir noch Korsaren? Hier haben wir noch Korsaren. Was können die hier von so einem? Das können wir ausbauen hier. Kampftreu hat 75 Kommandeurspunkte. Macht eigentlich sauber ins Mund. Okay, brauchen wir etwas. Korsaren, wer hat die denn gerufen? Wir Achtung, Bogenschützen! So, also entweder wird jetzt noch sauber ins Mund produziert oder der kommt toll. Nur für einen von beiden ist Platz, schauen wir mal. Oh, wird eng. Für beide. Macht euch bereit! Beeilung! Los, weiter! Vorwärts, los! Ah, da ist Saurons Mund. Wunderbar. So. Bringt mir ihre Anführer. Räuchert sie aus. Weiter. Vernichtet sie. Reitet. Zerstört. So, Saurons Mund ist bei uns schon Stufe 8. Die Nazgul sind Stufe 7. Was ist denn jetzt eigentlich unsere Aufgabe? Ich zerstört den Drohnen von Erebor. Naja. Eigentlich ist das ja kein Ding, weil im Grunde genommen das Tor steht offen. Das Tor dazu steht offen und. Oh, hier waren. Hier sind gerade vor Menschen, aber ist toll. Dann machen wir die schnell platt, das habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, schwer ist es eigentlich nicht, weil. Na gut, ich werde jetzt auch keine Fähigkeit großartig rausballern. Ich meine, wir haben jetzt die Infrastruktur von den Zwergen ziemlich zerstört. Oh, hier kommen jetzt ein Katapulte. Ein Katapulte, das. Das ist doof, wäre doof, jetzt hier da irgendwas zu machen überhaupt. Gehen wir mal einfach. Mal schauen, ob sie uns immer noch einladen. Oh, daneben. Reiß die Tür nieder! Naja, gut. Ja. Okay, da kommen wir halt scheinbar nicht durch. Naja, gut. Machen wir halt den anderen Weg. Also das soll jetzt auch nicht ganz so stören. Dann nehmen wir hier halt gleich noch die Katapulte mit. Ah, der und den unteren Weg, den sind wir vorhin nicht gegangen. Deswegen stehen die noch hin. Naja. Bewegt euch. Arbeitet an eurer Einstellung.
Ich glaube, ich rieche den Feind. Mach dich nützlich. Ich bin der Bote Mordors. Es gibt viel zu tun. So, dann kommt mal mit, meine Armee. Haut mal den Rest hier noch weg. Ich weiß nicht, vielleicht hätte der Kampftroll hätte das niederreißen können. Ich meine, am Anfang war ja die Rede von irgendwas von 5 Katapulten irgendwie gewesen. Aber wir machen es halt einfach so. Und letztendlich, ja, führe ich auch zum selben Ziel hin. Hier. Bewegt euch. Los. Weiß eigentlich selbst nicht, vielleicht kann man das ja auch mal mir in die Kommentare posten. Ich weiß selbst nicht, warum man hier so eine Festungsöffnung hat. Das soll zwar eigentlich wahrscheinlich vielleicht das geheime Tor vielleicht simulieren, ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Unterwerft ihr Land. Wir wären dann fertig. Ich werde sie auslöschen. Okay, gut, das haben wir auch zerstört. Ja, aber eigentlich kommen wir jetzt auch in den Erebor richtig rein. Das Innentor haben wir zerstört gehabt. Okay, ne, hier liegen wir nicht lang. Das ist aber egal. Wir verlieren hier gerade schon noch ein bisschen was, aber. Zögert nicht! Weiter! Los! Reitet! Dieser Ort gehört zu der Feind! Na, ist gut, ist gefallen. Alter. Los, erobert ihre Gebäude. Sie werden niemals ziehen. Das wäre hier halt der Erebor. Ne? So jetzt auch im normalen Spielergefecht halt eigentlich auch dann der. Das Spiel eigentlich vorbei. Na gut, da gehen halt jetzt die Feuerpfeile gut drauf, sieht man ja. Ja, und das war's. Einmal mehr triumphieren Saurons Krieger. Nachdem der Balrog die Zwerge vor langer Zeit aus den Minen Morias getrieben hat, müssen sie nun auch den Erebor verlassen. Ja, was sehen wir da? Gut, Einheiten alles normal, Gebäude normal. Ja, wie dem auch sei, danke fürs Einschalten. Ich halte die Folge etwas kürzer. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao.